Also, wir sehen verschiedene Börsennotierungen von irgendeiner beliebigen börsennotierten Aktiengesellschaft. Die erste Notierung ist 180 Groß G, Abkürzung für 180 Geld. Geld bedeutet, Geld ist etwas, was kaufen will. Das heißt, es war jemand da, der zu 180 hätte kaufen wollen oder kaufen wollte, wenn denn jemand da gewesen wäre, der zu 180 verkauft hätte. Also ein Überhang auf der Kaufseite. Ein Nachfrageüberhang. Das ist 180 Geld. Nächste Notierung, 180 B steht für Brief, Groß B wohlgemerkt. Es gibt noch Klein B, das ist was anderes. 180 B ist ein Angebotsüberhang. Brief ist das Papier, die Aktie. 180 B, Groß B bedeutet also, es war eine Aktie da, die zu 180 gerne verkauft worden wäre, wenn denn jemand zu 180 geboten hätte. Also ein Angebotsüberhang. 180 Geld ist ein Nachfrageüberhang. 180 Brief ist ein Angebotsüberhang.